Wie kommen wir raus aus der Krise? Hallo, hier ist Eckart von Hirschhausen von der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Heute ist ein historischer Tag. Es gibt einen Aufruf, den hat es so noch nie im Gesundheitswesen gegeben. Der Weltärztebund, die WHO, die deutschen Internisten, die deutschen Allgemeinmediziner, die Allianz Klimawandel und Gesundheit, der Deutsche Pflegerat und. Sie alle sind sich einig und haben den Healthy Recovery Letter unterzeichnet. Der geht an die G20 und fordert ganz klar Gesundheit. Gibt es nach vorne raus, nach der Covid-Krise, nur wenn wir die ganzen Milliarden, die jetzt investiert werden, nachhaltig investieren. Zum Beispiel die Treibhausgase senken, zum Beispiel die Emissionen auch aus dreckiger Energieerzeugung durch Erneuerbare ersetzen und damit das größte Gesundheitsproblem weltweit, nämlich die Luftverschmutzung, die ungefähr 7 Millionen Menschen jedes Jahr das Leben kostet, endlich angehen. Ich habe unterschrieben und ich hoffe, ihr seid jetzt neugierig. Swipe up, dann seht ihr den Letter. Und jetzt sind schon 40 Millionen und es werden noch mehr, oder?